So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine Ramses Kitchen Folge. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Es wird immer komplizierter, immer durcheinanderer am Anfang, aber das kriegt eh keiner mit, denn wir haben wieder Weißwürste am Start, weil wir heute wieder Senf testen wollen. Ich habe gesehen, ich habe auch noch andere Sachen da, wo ich nicht mal weiß, was das ist. Vielleicht teste ich das auch einfach mit Weißwürsten. Das ist das Naheliegendste, weil ich jetzt auf der Weißwurst hängen geblieben bin, die nicht gezütschelt wird. Ne? Echte Männer, die schlingen die ganze Wurst rein mit der Haut. Wir haben aber heute hier diesen Jalapeno-Senf von der Firma Prümat. Primate? Prümat? Primat? Mustarda Jalapeno. Super Ostra, ne? Also das ist der Senf, um den es heute geht. Jalapeno Senf, den ich auch in einem Fanpaket drin hatte. Das ist alles irgendwie outländisch geschrieben. Also da kann ich jetzt nicht wirklich was erkennen. Da kann man mal hier kurz schütteln. Was ich die ganze Zeit nicht gemacht habe, ist am Anfang einfach mal den Senf so probiert, glaube ich. Ich habe den immer direkt auf die Wurst geklebt und das war's. Und heute haben wir wieder Weißwürste, aber nicht in der Dose. Heute haben wir endlich die aus dieser Packung. Sind das vielleicht sogar genau dieselben, die der Kästor immer hat? Die sind von der Firma Zimmermann. Da sind auch 5 Stück drin, weil er hatte ja 5. Und die waren immer alle einzeln. Bei mir waren 4 in der Dose, die alle aneinandergereiht waren. Die Verpackung finde ich auf jeden Fall sehr cool. Da steht hinten auch ganz viel Text drauf. Da steht nämlich zum Beispiel, kann man das so zeigen, sieht man das? Weißwürste, ich glaube, man sieht es trotzdem nicht, egal. Weißwürste richtig zubereitet und serviert. Ach, ich mache es wieder andersrum. Ihr könnt mir vertrauen, dass ich nur das vorlese, was da steht. Münchner Weißwürste werden nicht gekocht. Wird es der Weißwurst zu heiß, fährt sie aus der Haut. Stattdessen Wasser zum Sieden bringen, Topf vom Herd nehmen und die Weißwürste einlegen. 10 bis 12 Minuten ziehen lassen, anschließend die Weißwürste mit dem heißen Wasser in eine Terrine füllen und sofort servieren. Beim Abkühlen verliert die Weißwurst an Geschmack und lässt sich weniger gut aus der Haut lösen. Das habe ich bei den großen Fetten sowieso nicht hinbekommen, deswegen habe ich die dann mitgegessen. Servieren Sie Münchner Weißwürste vom königlich bayerischen Hoflieferanten Zimmermann mit süßen Senf, Jalapeno, frischen Brezen, Toastbrot und einem kühlen Weißbier. Habe ich nicht. Hannes Turmweise steht noch. Adi, was machst du da? Bist du schon wieder im Urwald? Adi, Schatz. Adi, du sollst nicht die Blätter essen. Wir haben noch einen Turmweise vom Hannes, das würde gehen, aber das muss ich mir aufheben für Genaya. Ein königlicher Genuss, Münchner Weißwurstgeschichten. Wie man zum Weißwurstkenner wird. Als wahrer Kenner kauft oder bestellt man die Münchner Weißwürste nicht paarweise, sondern stückweise. Das ist in Bayern oberstes Gebot. Verstehe ich nicht, warum die dann vorhin beim letzten Mal alle zusammengehangen haben. Wenn es keine Paare gibt, sondern alles nur einzeln. Eine Weißwurst, bitte. Ja, okay, kannst du mir noch eine geben? Ich habe aber immer noch Hunger. Kann ich noch eine Weißwurst haben? Mann, ich bestell doch gleich 2. Nein, das darf ich nicht. Das verbietet mir mein Land. Land. Zubereitet wird die Münchner Weißwurst nach oben beschriebener Anweisung. Wer sie trotzdem kocht und die Weißwurst platzt auf, sollte nicht auf die Gnade der Gäste hoffen. Zur Weißwurst lässt sich der Kenner Resche, also knusprige Brezen und süßen Senf schmecken. Der grobkörnige süße Senf heißt übrigens nicht umsonst Weißwurst-Senf. Die Weißwurst in scharfem Senf zu tauchen ist ein klarer Verstoß. Wider die Sitten. Zum Glück haben wir den scharfen Jalapeno-Senf, in den wir die rein tauchen können. Aber der heißt wahrscheinlich Jalapeno-Senf, weil man den zu Jalapenos isst. Weil Weißwurst-Senf, der ist ja nicht aus Weißwurst, den isst man ja zum... Naja, wir machen jetzt mal die Packung auf und werfen die mal hinten in den Topf rein, lassen das dann wieder sieden und dann gucken wir mal, was jetzt... Adi, Schatz, was machst du denn, Adi? Ah, der nächste Urwald gefunden. Was jetzt auch schon direkt auffällt, in der Dose hatten wir natürlich immer Brühe von der Weißwurst, die wir hier reingegeben haben und sollten die gleiche Menge an Brühe nur mit Wasser auffüllen. Wir haben keine Brühe, wir haben kein Maß, wir müssen den Topf
einfach nach Augenmaß voll machen. Ich habe jetzt einfach da was reingekippt, habe hier einmal in der Mitte aufgeschnitten und hoffe, wenn ich das jetzt so mache, hoppa, und hoppa, sieht ja aus, ja genau, und dann fliegt alles rum, aber zwei Stück passen noch rein, das Wurstschussgerät und noch ein fünftes, perfekt. Die fünf passen besser in den Topf wie die vier, muss man schon sagen, und sieht das nicht herrlich aus? Guck mal, Adi, hier die Wurstpackung, riechst du das? Riecht es nach Wurst? Ich glaube, Adi mag auch keine Weißwürste. Egal, wenn es siedet, schmeiß mal's runter, nehm's mit rüber und den Rest kennt ihr ja. So, und wer aufmerksam zugeschaut hat, der wird schon wieder merken, dass ich es komplett verkackt habe. Ich rede noch davon und jedes Mal bei den Dosen habe ich das Wasser aufgesetzt. Sobald das versucht hat, nur der Versuch, Bläschen zu bilden, hat mir gezeigt, nimm es runter, es siedet gerade, gleich beginnst zu kochen und habe dann die Würste in dieses siedende Wasser 10 Minuten eingelegt. Jetzt rede ich und pack die Würste einfach in das Wasser, in das kalte Wasser und habe jetzt geguckt, ach, es fängt an zu sieden, okay, da entstehen Bläschen am Boden. Und dann habe ich gemerkt, Moment, die Würste sind doch schon drin. Also, aber das ist ja klar, wenn man wieder abgelenkt wird vom Käster. Der Käster hat mir nämlich gerade hier schon wieder Nacktfotos von sich geschickt, wie er da im Bett liegt und mit dem Hund und alles. Und wie willst du denn da noch klar denken? Nichts gibt's Besseres, als schön am Sonntagmorgen um 15 Uhr eine Weißwurst zu verschlingen mit Pelle und Fotos vom Käster zu bekommen. Es ist übrigens Dienstag. 12.45 Uhr, also auch wieder zu spät für die Weißwurst. Jetzt bin ich aber mal gespannt, weil das andere sind. Vielleicht lassen die sich aber schälen, also pellen oder wie auch immer. Wir nehmen mal eine hier raus. Die sehen jetzt total klein und süß aus, weil es süße Weißwürste sind. Und wir nehmen jetzt mal hier so die Haut. Und irgendwie scheint die Haut hier komplett zusammenzuhängen, weil ich den ganzen Hautbupfel in einem hier abziehen kann. Guck mal! Das heißt, kauft nie die aus der Dose. Da hast du alles Einzelne zum Abziehen da, was total blöd ist. Und hier kannst du die original einfach abziehen und die Haut dann so essen. Oder auch nicht. Ich glaube, die lässt sich nur so gut abziehen, weil die Haut hier einfach eine Tonne wiegt und so dick ist. Und bei dem anderen war das irgendwie immer anders. Egal. Jetzt haben wir auf jeden Fall unseren Jalapeno-Senf da, den wir eigentlich erstmal probieren wollen. Den ich auch zur Haut brauche, damit ich die jetzt ausspuck. Das wäre unhygienisch. So, nehmen wir mal ein Schäufelchen Jalapeno-Senf. Oder. Da kommt auf jeden Fall einiges an Geschmack zusammen. Muss man schon sagen. Wow, jetzt fliegt das ganze Glas um. Ihr seht ja auch, da sind rote Stücke drin. Ich dachte immer, Jalapeno sind grün, aber vielleicht gibt es grün und rote Jalapeno. Oder das ist einfach nur Tarnung. Der haut auf jeden Fall rein. Diese fünf Schoten, die da drauf sind, beim Schärfegrad, die sind nicht fake. Also jetzt hier die restlichen vier Würste, da haben wir uns ein bisschen Toastbrot hingelegt. Hier ist die entpellte Wurst und das heißt, ich kann die Würste dann alle pellen und essen. Jetzt möchte ich aber mal das zur Wurst probieren, wie das schmeckt auf dieser Weißwurst, wo man keinen scharfen Senf dazu essen darf, nur süßen Senf. Was für eine geile Kombination. So Jalapenos haben ja eigentlich immer irgendwie ein bisschen was Essigartiges. Säuerliches wie Essiggurken, nur halt scharf. Was hier auch gut kommt. Und die Wurst gleichzeitig, die ist bestimmt auch wieder mit Schnittlauch verfeinert. Die hat ja lauter grüne Punkte drin. Die Wurst ist irgendwie viel weicher, viel saftiger und viel geschmacklicher als die anderen aus der Dose. Also ich glaube wirklich, den Würsten tut es nicht gut, weil die ganze Zeit in einer Dose gefangen sind
Und in dieser Brühe da vor sich hin vegetieren, da geht der Geschmack eher flöten und die Wurst wird wässrig, während sie hier kurz da eingelegt ist, diese fette Haut, die Wurst an sich schützt vor dem Wasser, sie aber warm werden lässt, ihr die fette Haut mit einmal abmachen können und dann genießen können, weil die trotzdem noch einen kräftigen eigenen Geschmack hat. Also ich glaube, das ist das beste Weißwurst-Video bisher vom Geschmack, nicht von der Zubereitung, nicht von der Pelle essen. Aber die gefällt mir, die Wurst gefällt mir, jetzt immer die in der Packung kaufen, der Senf gefällt mir auch. Habe ich jetzt ewig dran zu essen hier an diesem ganzen Glas. Wunderbar, danke nochmal für denjenigen, der mir diesen Jalapeno-Senf geschickt hat. Und ich nehme mal die zweite raus. Mache nochmal den Test, ob die sich genauso gut entpellen lässt. Wirklich, ihr reißt hier oben einfach ein Stück ein, damit ihr was zum Ziehen habt. Und dann könnt ihr die ganze Pelle im Stück sozusagen hier abziehen an dieser Wurst. Das konnte ich bei den anderen eben nicht, sodass ihr hier die komplette Pelle unten habt und habt diese Wurst übrig. Und guckt mal, wie schön die aussieht. Da sind lauter Furchen drin. Die ist richtig genial. Wir wollten ja eigentlich die hier reintunken, das haben wir auch vergessen. So, jetzt ist sie hier reingetunkt, denn den Senf esse ich alleine und werde ich wohl heute und morgen verbrauchen direkt. Ansonsten muss ich euch nicht zeigen, wie ich alle anderen drei Würste esse. Könnt ihr mir glauben, dass ich die jetzt noch reinschlinge. Also bisher der beste Senf für mich, der Jalapeno-Senf von Primate, also hier diese Uraffen, die Primaten. Na, der frisst auch gerade. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.